Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf der Schillerhöhe. Während ich hier noch Wasser einschenke, gucken Sie bitte einmal auf Ihr Handy, ob das im Flugmodus ist. Habe ich auch gerade gemacht. Meine Rolle ist heute hoffentlich eine kleine, denn wir haben so ein großes Podium, aber doch ein paar Worte vorweg. An Hannah Arendt kann man beobachten, wie ein Werk im Laufe der Jahre immer aktueller zu wirken scheint. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich älter werde, aber ich erinnere mich an Hannah Arendt-Aktionen, wo Verleger in einem früheren Job gesagt haben, wie kann man sowas überhaupt machen, und das ist doch völlig unbedeutend. Ein Teilnachlass von ihr findet sich hier auf der Schillerhöhe seit Jahrzehnten. Als bedeutend galt er hier immer, aber es war, weiß Gott, nicht immer so, dass so viele Interessenten und Interessentinnen kamen. Ähnliches könnte man auch über den sehr umfangreichen Nachlass von Karl Jaspers sagen. Karl Jaspers, einer der wichtigsten Lehrer von Hannah Arendt. Arendt selbst hat nach Jaspers Tod noch dafür gesorgt, dass der Nachlass hier nach Marbach kommt. Hannah Arendt war also sicher auch mal in diesem Raum hier. Gab es den schon? Den gab es noch nicht, ne? Aber auf jeden Fall war sie hier, und es gibt auch tatsächlich noch pensionierte ältere Kolleginnen, die sich noch erinnern an sie. Mein Kollege Ulrich von Bülow hat ein wunderbares Spurenheft über Hannah Arendt in Marbach geschrieben. Das kann man auch nachher draußen kaufen am Büchertisch. Bereits 2006 haben wir das Material, um das es heute geht, das heute im Mittelpunkt steht, schon einmal ausgestellt, das erste Mal ausgestellt im Literaturmuseum der Moderne. Karl Jaspers, das Buch Hannah hieß das damals, etwas plakativer als der Band, den Georg Hartmann herausgegeben hat. Damals hat die Ausstellung der leider sehr jung verstorbene Kollege, Jaspers-Experte Gian Domenico Bonani kuratiert. Aber auch damals war es auch so, dass es war nicht unbedingt der Renner. Die Zeiten haben sich verändert. Hannah Arendt ist in aller Munde, kann man wirklich sagen. So sehr, dass Veranstaltung, es ist traurig, sogar hier soll es einen Polizisten geben, der auf uns aufpasst, dass Veranstaltungen zu ihrem Werk, wie jüngst in Berlin, sogar zur Zielscheibe von Aktivisten werden. Man fasst es kaum, aber die Dauerlesung aus Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft im Berliner Museum Hamburger Bahnhof musste vor wenigen Tagen abgebrochen werden. Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, die in Berlin zu Gast war. Einige werden sie hier aus dem Lesesaal kennen, sie war sehr oft hier als Benutzerin, wurde von Aktivistinnen und Aktivisten antisemitisch beleidigt und bedroht. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig, auch sie war, bevor sie Kulturdezernentin war, oft hier als Benutzerin, hat völlig zutreffend festgestellt, dass das überhaupt nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat, was da passiert ist, sondern ein Ausdruck von Menschenverachtung und Judenhass ist. Mit Karl Jaspers könnte man hinzufügen, und damit sind wir unmittelbar bei unserem Thema, ein solcher Aktivismus ist auch ein Angriff auf unabhängiges Denken. Als wir die Veranstaltung vor Monaten geplant haben und eigentlich schon lange im Auge hatten, denn das Buch ist ja schon ein bisschen länger fertig, aber es ist auch dick, es hat auch lange gebraucht, konnten wir davon natürlich überhaupt noch nichts ahnen. Wir wollten einfach eine ungewöhnliche, überragende Editionsarbeit vorstellen und ein wenig feiern. Und das wollen wir heute auch einfach so tun. Hierzu haben wir zwei Gäste eingeladen, Barbara Hahn und Wolfram Eilenberger, die ich beide sehr herzlich begrüße. Und dritter im Bunde ist Georg Hartmann, den ich nicht weniger herzlich begrüße, aber er sitzt hier einfach regelmäßig nicht nur in der Cafeteria, sondern auch arbeitend. Deshalb ist es etwas vertrauter. Ich erkläre gleich noch ein bisschen. Ein paar Worte will ich doch noch konventionell vorwegschicken zu den Biografien. Barbara Hahn gehört, zumindest soweit ich es überblicke, zu den besten Kennerinnen der Werke Hannah Arendts. Sie hat ihre wichtigste akademische Zeit in den USA verbracht, von 1996 an nach langen
vielen Stationen, die ich gar nicht aufzählen mag, an den Universitäten in Europa und in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in Polen warst du auch mal, ne? Oh ja. Ja. War sie Professorin in Princeton geworden. Das hat ihr dann nicht gereicht und sie ging 2004 nach Nashville, Tennessee, an die Vanderbilt University, wo sie auch bis 2020 blieb. Als Editorin ist sie am meisten diskutiert und bekannt geworden, denke ich, zunächst durch ihre Arbeiten zu Rahel Levin-Warnhagen. Für uns noch interessanter ist, dass Barbara Hahn vor einigen Jahren die neue kritische deutsch-englische Gesamtausgabe der Schriften Hannah Arendts initiiert hat und auch zu den Hauptherausgeberinnen gehört. In den vergangenen Jahren sind schon die ersten Bände erschienen. Ich glaube, haben wir hier welche auf dem Tisch? Nein, wir haben gar keine auf dem Tisch. Wir haben keine auf dem Tisch, nee. Wir haben andere blaue Bände. Ja. Aber sie sind da, es gibt sie, sie können gekauft werden. Sie werden auch gekauft. Ein Band, habe ich gerade gehört, kommt sogar schon in die vierte Auflage. Wenn man Barbara Hahn ein wenig kennt, wundert man sich manchmal, was sie alles auf die Reihe kriegt. Zuletzt hat sie hier zum Beispiel auch, wirklich eine wunderbare Autorin, die viel zu unbekannt ist, hat sie hier die gesammelten Werke von Margarete Sußmann, deren Nachlass hier in Marbach liegt, mit herausgegeben. Und bei alledem ist der Schwerpunkt ihrer Arbeit ja eigentlich gar nicht das Edieren, sondern das sind ihre eigenen Essays, ihre Untersuchungen, ihre Aufsätze. 1991 schrieb sie schon einen bemerkenswerten Band, der damals wirklich richtungweisend war, unter falschem Namen, von der schwierigen Autorschaft der Frauen, bei Suhrkamp damals erschienen. Für uns heute wichtig war dann ein Band 2005, Hannah Arendt, Leidenschaften, Menschen und Bücher. Und nicht unerwähnt lassen möchte ich diesen schönen Band, der zum Teil tatsächlich auch auf Marbacher Bestände zurückgreift. Bemerkenswerter Essay von 2016, Endlose Nacht, Träume im Jahrhundert der Gewalt. Es ist über den Umweg der Träume tatsächlich so etwas wie ein neuer Blick auf die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Also mutig. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Danke. Wolfram Eilenberger ist nicht nur durch seine zahlreichen Auftritte im Fernsehen, Radio und in vielen Literaturhäusern bekannt geworden, sondern vor allem vor ein paar Jahren durch das Buch Zeit der Zauberer. 2018 ist es erschienen, in dem er es schafft, was wenigen von uns gelingt, nämlich Geistes- und Philosophiegeschichte so zu erzählen, dass es so spannend wird, dass man zu Hause auf dem Sessel im Bett immer weiter liest, dass es einen wirklich angeht, dass man beginnt, im Grunde das eigene Leben wieder an den Gedanken von älteren Philosophen zu reflektieren und zu überdenken. In Zeit der Zauberer ging es schwerpunktmäßig um Ludwig Wittgenstein, um Ernst Cassirer, um Walter Benjamin und um Martin Heidegger. Und mit Walter Benjamin und Martin Heidegger und der Zeit, die behandelt wird, 1919 bis 1929, also die Zeit, in der Hannah Arendt im Grunde ja ihr Studium gemacht hat, im Grunde ja ihre, wie soll man sagen, ihre geistige Perspektive sich entwickelte, da ist man schon ganz nah bei Hannah Arendt. Noch näher kommt Wolfram Eilenberger in seinem letzten Buch, bisher letzten Buch, es entsteht gerade ein neues, Hannah Arendt in Feuer der Freiheit, ich habe es auch mit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933 bis 1943. Da ist nun Hannah Arendt tatsächlich eine der, es ist ein erzählerisches Buch, man kann ruhig sagen, der Hauptheldinnen. Und ja, diese Bücher sind nicht nur gut, sie sind auch populär. Sie sind inzwischen viel übersetzt, international diskutiert. Wunderbar, dass Sie heute gekommen sind. Dankeschön. Und jetzt unser lieber Georg, Georg Hartmann, hat Philosophie und Religionswissenschaften nicht weit von hier studiert, in Tübingen. 2000 hat er eine Magisterarbeit geschrieben über Hegels Wissenschaft der Logik. Parallel dazu, vielleicht haben ihn da manche sogar von Ihnen erlebt, hat er immer als Buchhändler gearbeitet bei der wirklich sehr schönen Buchhandlung Willi, unweit der Universität. Seit 2014 aber arbeitet er wissenschaftlich am Karl Jaspers Nachlass. Und ihm haben wir es zu verdanken, dass er das in jahrelanger Arbeit den Nachlass sortiert, erschlossen, katalogisiert, ein Findbuch gemacht hat, das ja jetzt zugänglich ist. Finanziert wurde das damals
5,5 Jahre lang von der Karl-Jaspers-Stiftung in Basel. Anschließend hat Georg Hartmann dann an dem Buch gearbeitet, um das es heute geht. Eine umfangreiche Arbeit. Er hat gar nicht viel Zeit dafür gehabt, das kann er vielleicht nachher mal erzählen, wie das entstanden ist, wenn er mag. Er blieb uns zum Glück eben, also in der Zeit beim Erschließen war er um die Ecke nominell unser Kollege, er blieb uns zum Glück erhalten mit einem regelmäßigen, als regelmäßiger Gast in einem Büro und eben in der Cafeteria, wie ich schon sagte, vom unabhängigen Denken Hannah Arendt und ihre Kritiker nachgelassene Fragmente. Derzeit sitzt Georg Hartmann weiterhin hier an einer Edition, einer Auswahledition des sehr umfangreichen Briefwechsels zwischen Karl Jaspers und Ernst Mayr. Das ist ein DFG-Projekt der Freiburger Universität. Ja auch, lieber Georg, herzlich willkommen. Damit wir hineinfinden in dieses Massiv, wird Georg uns jetzt ein bisschen was erzählen, auch ein paar Bilder zeigen zur Edition. Gut. Ja, vielen Dank, lieber Jan Bürger, für die Einführung in dieses hochspannende Thema. Auch wenn es mit Fragmenten zu tun hat, was ja zunächst mal eher ein bisschen staubig klingt. Ich glaube aber, dass dieser Jaspers-Text, der ja nie fertig geworden ist, vielleicht doch einer der spannendsten von ihm geworden ist. Das ist mir dann aber auch erst im Laufe der Zeit so richtig klar geworden. Damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier richtig, ja, ich habe es richtig bedient, mit welcher Handschrift und mit welchen Zuständen wir es hier zu tun haben bei diesem Fragment, machen wir sozusagen erstmal einen kleinen technischen Überblick. Hier sehen wir eines der Blätter, die Jaspers mit möglichen Titeln für das geplante Buch befüllt hat. Hier ist es gleich auch das Blatt, das sozusagen den wahrscheinlichsten Endkandidaten enthält, unten vom unabhängigen Denken Hannah Arendt und ihre Kritiker. War aber eben, wie gesagt, nicht der einzige Kandidat. Es gab auch von der Unabhängigkeit des Denkens beispielsweise. Und oben, da bekommt man einen Einblick aus Anlass von Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem steht da. Das verrät uns schon mal etwas über die Gesamtstruktur dieses Buches, wo man unterscheiden muss zwischen Anlass und systematischem Gehalt. Das Merkwürdige an diesem Buch ist, dass es eigentlich mindestens zwei Bücher sind. Es gibt insgesamt 10 Teile, die auch nur praktisch mit editorischen Entscheidungen letzten Endes in eine halbwegs plausible Reihenfolge gebracht werden konnten. Also Jaspers hat auch Dispositionen verfasst, durchaus im Laufe dieser Bearbeitungszeit, die von ungefähr Oktober 1963 bis 1966, 67, Ende ist nicht ganz klar abzusehen, sich hingezogen hat. Und das ist jetzt eben ein Produkt sozusagen, dass man da zwei Bücher hat. Und zwar das Buch 1 nach den Einleitungen heißt auch vom unabhängigen Denken, also wie eigentlich das Gesamtbuch. Und dieses erste Buch hat sich ergeben dadurch, dass Karl Jaspers im September 66, September, Oktober 66, mit Hannah Arendt in Basel beschlossen hat, das Buchprojekt zu beenden. Vorangegangen war der Anlass Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem. Arendts Eichmann in Jerusalem ist ja bereits 63 im Frühjahr als eine Serie von 5 Folgen im New Yorker erschienen, bevor es dann noch 63 als Buch in Englisch erschienen ist und erst 64 auf Deutsch in deutscher Übersetzung auf den Markt gekommen ist. Dieses Buch hatte und
schon die Titel, also die Serie im New Yorker hatte einen ungeheuren negativen Erfolg in gewisser Weise oder auch positiven, wie man will. Jedenfalls sehr viel Streit verursacht. Es haben sich sehr viele Stimmen unterschiedlicher Provenienz gemeldet, die wesentliche Punkte in Hannah Arendts Darstellung von Eichmann in Jerusalem für hochproblematisch gehalten haben. Also das betraf insbesondere dann die tendenziell vermutete Entschuldigung von Adolf Eichmann mit einer etwas zu starken, fast schon Sympathie, dass sie versucht hat, ihn in gewisser Weise zu verstehen. Und das führt auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt, auf den wir nachher vielleicht noch kommen werden. Die Hintergründe, wie Gewissen unter bestimmten zeitgeschichtlichen Umständen funktioniert und was damit passieren kann. Sie hatte dazu ja auch schon ein Essay geschrieben, Organisierte Schuld zum Beispiel, relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war ein Punkt, der Hannah Arendt stark angekreidet wurde. Es gab, ich versuche jetzt auch gleich sozusagen die verschiedenen Bücher mit anzusprechen, die in diesem Opus verknüpft sind. Es gab vor allem einen Kritiker, der sehr heftig auf Hannah Arendt reagiert hat, das war Golo Mann. Golo Mann hat eine Kritik geschrieben, die durchaus auch schon mit persönlichen Angriffen verbunden war, die Hannah Arendt Originalität sucht und eine Liebe zu dialektischem Hin- und Herwenden und eigentlich Verschleierung letzten Endes vorgeworfen hat, so nach dem Motto, demnächst würde man dann am Ende noch behaupten, die Juden hätten sich selber umgebracht. Also es war eine sehr, sehr heftige Kritik, die Golo Mann gebracht hat. Und das Problem war, nicht nur war Jaspers bereits im Vorfeld, diese Kritik ist im Herbst 1963 erschienen, war er durch Hannah Arendt direkt brieflich informiert. Und Hannah Arendt war sogar in der Zeit des beginnenden Streits auf der Rückreise von Griechenland über Basel gekommen und hatte Jaspers besucht. Und da war er eigentlich schon informiert, dass dieser Streit ins Haus steht. Und aber die Kritik von Golo Mann hat nochmal ein wesentliches neues Gewicht in dieses Prozedere einer Broschüre, die er zunächst mal schreiben wollte, gebracht. Er war entsetzt und er sah sich vor ein großes Problem gestellt, denn sowohl Hannah Arendt als auch Golo Mann waren im Prinzip seine Lieblingsschüler, beide. Und jetzt hatte er eben eine ganz schwierige Situation vorgefunden. Wie soll er sich verhalten? Es war relativ schnell klar, dass er sich eigentlich auf die Seite von Arendt stellen würde, mehr oder minder. Also die Broschüre ist angedacht als eine Stellungnahme in diesem Streit, der sich bereits eben schon ab 1963 im Frühjahr, Sommer abgezeichnet hat, und wurde von Jaspers dann weiter ausgearbeitet, eigentlich als eine grundsätzliche Auseinandersetzung zum Thema philosophische Kritik. Also wenn jetzt hier Hannah Arendt und ihre Kritiker im Untertitel steht, dann ist eigentlich auch noch mit dazu zu denken, dass Jaspers selber versucht hat, sich über das Phänomen der Kritik und vor allem, was ihn hauptsächlich daran bewegt hat, das Problem der unterschiedlichen verdeckten Motivationen, die bei Menschen sozusagen die Feder führen können oder das Denken leiten können. Das hat er dann auf der einen Seite an Golo Mann versucht darzustellen und Hannah Arendt mehr oder minder als Gegenteil. Aber so viel möchte ich schon sagen, es ist keine einfache Schwarz-Weiß-Geschichte geworden. Auch Hannah Arendt kann durchaus kritisch
beobachtet werden von Jaspers. Es ist keine Apologie Hannah Arendts. Also bin mal gespannt, wie die anderen hier auf der Bühne dann darüber denken werden. Und es ist ein offener Versuch, eben das unabhängige Denken, das er bei Hannah Arendt besonders exemplifiziert gesehen hat, auch für sich jetzt zu thematisieren. Und das war eben der Teil 1, der am Ende übrig geblieben ist, nachdem Jaspers mit Arendt beschlossen hat, dass man nicht zuletzt in Rücksicht auf Golo-Mann dieses Werk abbrechen sollte. Und übrig geblieben ist dann der Teil 1 im Prinzip vom unabhängigen Denken. Und der Teil wiederum hat andere Teile aufgenommen, zum Beispiel einen Teil 8, der jetzt in dieser Edition gar nicht mehr vorhanden ist, weil er eigentlich nur Beispiele von unabhängigem Denken bringen sollte, die dann tatsächlich auch nachvollziehbar in das erste Kapitel eingewandert sind. Also das kann man richtig nachvollziehen, dass Jaspers dieses Kapitel eigentlich aufgelöst hat und es in das erste gebracht hat. Hier sehen wir jetzt eine der möglichen Bearbeitungsstufen. Also das meiste ist in diesem fragmentgebliebenen Werk handschriftlich überliefert. Einiges ist auch in einer Mischung von Typoskript und Handschrift, also in einer Überarbeitungsstufe. Einiges ist nur in Typoskript vorhanden. Man konnte immer froh sein beim Edieren, wenn zum Typoskript auch noch eine Handschrift vorgelegen hat, weil es tatsächlich eben mit der Schrift nicht ganz einfach ist und man doch manchmal auch das Typoskript dann korrigieren musste. Und in dem Fall, wo dann eben ein handschriftlicher Text vorlag, hat er eigentlich die Priorität bekommen. Wenn es nur eine unbearbeitete Abschrift gab, dann bin ich zurückgegangen auf die Handschrift, weil die dann tatsächlich näher dran ist, sozusagen am Originaltext. Das ist jetzt ein weiteres Beispiel, hier eine reine handschriftliche Seite, Kampf der Mächte. Das ist das letzte Unterkapitel des ersten Buchs. Das ist sozusagen der zentrale systematische Gedanke, der Jaspers erst im Laufe seines Lebens in Beschlag genommen hat. Er hatte eigentlich immer gedacht, sein Philosophieren sei unpolemisch. Philosophie müsse unpolemisch sein. Das hat sich, sagen wir mal, Anfang der 50er Jahre geändert. Und er hat es eigentlich mit seinem engen Freund Ernst Mayr auch immer schon anders gehandhabt. Es war immer sehr polemisch eigentlich gewesen. Nur es wurde jetzt langsam auch Thema, ein explizites Thema von ihm. Jetzt sehen wir hier einen Brief von Hannah Arendt, um auch mal ihre Handschrift zu sehen. Es ist jetzt hier vom 29. Mai 1963 auf der Rückreise von Griechenland nach Basel und dann eben zurück in die USA. Hannah Arendt hat schon erste Nachrichten bekommen, dass der Sturm gegen sie losgebrochen sei, nach dem Erscheinen der Artikelserie im New Yorker. Und hier berichtet sie aber dann doch noch eher von ihrem unbeschwerten, überwältigenden Griechenland-Erlebnis. Und man merkt, dass das andere ist noch so ein bisschen im Hintergrund. Sie schreibt dann auch, ja, es ist etwas geboten, aber sie könne es im Prinzip noch gelassen nehmen. Das ändert sich dann relativ schnell. Wir haben hier dann den Brief vom 20. Oktober, in dem sie dann schon zu berichten weiß, dass es eigentlich um Rufmord geht, was sich inzwischen abgezeichnet hat mit den Kritikern. Und die Gelassenheit ist dann tatsächlich verschwunden. Und das ist ungefähr auch der Zeitpunkt, in dem Jaspers beschließt, die kleine Broschüre für
Hannah Arendt bzw. als Stellungnahme in diesem Streit zu beginnen. Das ist nochmal ein kleiner Abschnitt aus dem ersten Kapitel, das ja eben dann das Hauptkapitel geworden ist. Da sieht man dann, dass Jaspers eine ganz merkwürdige Art des Unterstreichens gehabt hat. Also es ist im Prinzip fast alles unterstrichen, teilweise, was dann bei mir zu der Entscheidung geführt hat, gar keine Unterstreichungen zu bringen. Wenn man versucht, die vielleicht wichtigen rauszufinden, ist es eher beliebig. Das ist ja das, was ich dann als Editor für wichtig empfinde. Und die alle zu bringen, würde den Text einfach fast unlesbar machen. Also das ist ein ganz schlechter Eindruck, der dadurch entsteht. Also das ist dann eine Grundentscheidung gewesen, dass ich gesagt habe, ich verzichte auf die Wiedergabe von Unterstreichungen, obwohl ich manchmal gerne sie dann gebracht hätte. Aber das wäre dann ein wenig willkürlich gewesen. Kann man kritisieren, ist jetzt so getroffen worden. Das noch das Vorwort 1, wahrscheinlich eines der spätest geschriebenen. Er hat mehrere Vorworte und Einleitungen verfasst, in denen noch auf Hannah Arendt verwiesen wird, aber im Prinzip nur noch als Ausgangspunkt für dieses Oeuvre. Und mit diesem Bild sind wir auch schon am Ende dieser kleinen Einleitung. Wir werden ja inhaltlich noch jetzt erst richtig ins Gespräch kommen, nur dass Sie mal so einen groben Eindruck bekommen haben, was diese Edition ungefähr ausmacht. Dieses Bild ist sehr interessant, finde ich. Wir sehen hier natürlich links Hannah Arendt auf der Mauer sitzen, Karl Jaspers auf dem Stuhl, rechts daneben Gertrud Jaspers und dahinter in der hinteren Reihe eine Frau, die bisher noch nicht identifiziert war. Das ist jetzt aber der Fall. Also wir wissen inzwischen, wer das ist. Und zwar weiß ich es ungefähr seit 3 Wochen durch den Briefwechsel zwischen Gertrud Jaspers und Ernst Mayr. Man muss dazu sagen, dieses Bild ist 1952 entstanden. Wir befinden uns in St. Moritz an der Villa Niemet. Das ist die Villa eines Schweizer Tabakproduzenten, Fritz Schürch. Seit 1949 haben die Jaspers da öfter Urlaub verbringen dürfen. 1952 war auch Hannah Arendt vom 31. Juli bis zum 8. August mit dabei und hat unter anderem mit Jaspers über die Palästina-Frage diskutiert. Also auch so ein interessanter Gegenwartseffekt bei diesem Bild. Was man noch sieht, ist eben Lotte Walz. Lotte Walz ist eine Freundin, eine sehr wichtige Freundin von Gertrud Jaspers aus Heidelberg. Karl Walz, Mediziner, war Hausarzt von Karl Jaspers. Und Lotte Walz ist im Prinzip nach dem Übergang von Jaspers nach Basel eine wichtige Brücke nach Deutschland geblieben. Meine Lotte, sagte Gertrud. Und hier ist ihre Lotte auch eine wichtige Person für sie, denn es war auch nicht ganz einfach mit dem Philosophenpaar Hannah und Karl. Für Gertrud war dann auch Lotte sehr wichtig. Und Lotte Walz wurde aber auch von Karl Jaspers selber als eine ausgewogene, vernünftige Person gepriesen. Man hat sich also darauf geeinigt, dass Gertrud Jaspers da auch eine wirklich bedeutende Person für sich dann hatte. Wen man nicht sieht, der aber gerade wichtig ist, Ernst Mayr. Ernst Mayr liegt zu diesem Zeitpunkt im Sterben in Holland. Ernst Mayr ist der Bruder von Gertrud, der Schwager von Karl Jaspers. Mit Ernst Mayr hat Jaspers im Prinzip bis zu diesem Zeitpunkt das gemacht, was er ab dann vielleicht mit Hannah Arendt tun konnte, diskutieren und streiten.
Ernst Mayr war maßgeblich beteiligt bei der Ausarbeitung der Philosophie, also des dreibändigen Werks der Philosophie in den 20er Jahren. Er war bis zu seinem Exil 1938 in Holland an jeder wichtigen Publikation von Karl Jaspers beteiligt, hat wirklich eingegriffen, Dinge, Texte beigesteuert. Das ist eine richtige, zum Teil Mitautorenschaft, könnte man schon fast sagen. Und hier haben wir jetzt sozusagen ein Bild des Übergangs. Auch des Übergangs von dem einen Projekt zum neuen Projekt von dir. Aber ich denke, wir sollten doch bei dem edierten Buch bleiben und ja, bei dem Hanna-Buch und bei Eichmann in Jerusalem. Ich glaube ja, dass dieses Material so lange hier gelegen hat, weil eigentlich jeder verzweifelt ist an der Handschrift und an dieser Editionsarbeit. Das wirklich alles zu lesen. Jetzt haben Wolfram Eilenberger und Barbara Hahn eigentlich das Glück gehabt, dass sie beide dieses Buch erstmal lesen konnten. Was waren denn jetzt vielleicht spontan erstmal die wichtigsten Aspekte oder wichtige Aspekte, die Jaspers an Eichmann in Jerusalem in dem Text gesehen hat und auch an der Debatte, die darauf folgte? Gab es da tatsächlich Dinge, die Sie jetzt anders lesen im Eichmann-Buch nach dieser Lektüre? Vielleicht nicht so sehr mit dem Eichmann-Buch. Also erstes ja mal überraschend, diese 900 Seiten, die muss man ja mal schreiben. Das heißt, Jaspers hat sich doch unendlich viel von seiner Lebenszeit als sehr alter Mann, er war ja in seinen 80ern, als er das geschrieben hat. Also in seinen 80ern ist er über ein Buch gestolpert, was ihm so wichtig war, dass er da wirklich Jahre seines Lebens dran gesteckt hat, um rauszukriegen, was dieses Buch eigentlich tut. Er hat einen Satz zu diesem Buch geschrieben, den fand ich unglaublich schön. Da schreibt er, dieses Buch klopft an verschlossene Türen unserer Seelen. Das ist, glaube ich, nicht ein Satz, der einem spontan einfällt, wenn man Eichmann in Jerusalem aufschlägt. Und was ich so eindrucksvoll fand an diesen unendlichen Versuchen, mit diesem Buch überhaupt irgendwie umzugehen, ist, dass er weiß, das ist ein ganz zentrales Buch und er findet den Schlüssel nicht. Er weiß nicht, was dieses Buch eigentlich tut. Er kann es sehr genau beschreiben, aber er versteht auch nicht, warum dieses Buch auf so heftigen Widerstand stößt. Also es gibt zum Beispiel riesig lange Zitate aus diesen furchtbar negativen und teilweise wirklich denunziatorischen Rezensionen. So denunziatorisch, wie man heutzutage schreibt, aber damals eigentlich nicht. Also in den 60er Jahren ist man eigentlich noch relativ anständig miteinander umgegangen. Und diese Rezensionen, die knallen da so raus im Ton. Das ist so, als ob man heute bei Facebook einen Kommentar lesen würde. Und es geht immer ad personam. Und Jasper versteht nicht, warum diese Frau so heftig für dieses Buch angegriffen wird. Das war mir neu. Also ich habe mich auch mit der Rezeption von Eichmann in Jerusalem damals in Deutschland gar nicht so beschäftigt. Ich war wirklich auch erschrocken über diesen Ton. Und gleichzeitig war ich zutiefst beeindruckt davon, dass Jaspers nicht aufhören kann, darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert. Und er kriegt es nicht raus. Er versteht nicht, was an diesem Buch so merkwürdig ist. Und deswegen denke ich auch, also er wollte ja erst nur eine Broschüre schreiben über das Buch und sein Echo. Und hinterher wollte er eigentlich nebenbei ein ganzes Buch über Hannah Arendt und ihre Denkungsart schreiben. Also das heißt, er hat den Kontext, um dieses Buch zu begreifen, immer größer gemacht. Am Ende ist der Kontext des Buches, können wir eigentlich nach 1945 und nach allem, was passiert ist, haben wir überhaupt noch die Kriterien, die Begriffe, um zu begreifen, was uns eigentlich geschehen ist? Das heißt, plötzlich geht es darum, er müsse eigentlich ein Buch schreiben über die Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Die historischen Katastrophen und wie man denkend damit umgeht. Das ist zu groß. Das ist kein Buch, um es mal so zu sagen. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses ganze Projekt, es wurde immer größer und es wurde immer umstrukturierter. Und gleichzeitig hat er verzweifelt versucht, immer darauf zu beharren, dass Denken, theoretisches Denken, nur einen einzigen Sinn hat, nämlich zu strukturieren. Die Dinge so zu abstrahieren, damit man überhaupt mal so einen kleinen Faden findet, wie man sich im Chaos des Wirklichen zurechtfinden kann.
Und das alles passiert ihm ausgelöst durch dieses Buch. Und ich fand das wirklich, muss schon sagen, ich fand das auch bewundernswert, die Hartnäckigkeit, mit der dieser alte Mensch nicht aufhören konnte, über diese Fragen nachzudenken. Und die, und dann eigentlich auch fast auf jeder Seite das Eingeständnis, dass er nicht weiß, wie man das macht. Er weiß nicht, welches Buch angemessen ist, er weiß nicht, wie man es schreibt und kann immer nur wieder konstatieren, Hannah Arendt weiß, wie man sowas schreibt. Wieso weiß sie das und wieso kann ich das nicht mal nachdenkend verstehen? Weil sie hat es ja gemacht, sie hat ja den Bericht geschrieben über Eichmann in Jerusalem, sie hat ganz andere Bücher geschrieben, sie kriegt das ja hin. Aber er als Leser kriegt es nicht hin. Und da hat er noch einen schönen Satz gesagt und damit höre ich jetzt erstmal auf. Er hat geschrieben über ihre Art zu schreiben, der Leser wird durch das Lesen von Hannah Arendt erzogen, immer mitzudenken. Finde ich wunderbar. Und er hat versucht, sich erziehen zu lassen, aber ich glaube, irgendwann hat er gemerkt, er ist zu alt. Mit 80 nochmal sein ganzes Denksystem umzubauen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die niemand einfach so machen kann. Ja, wenn ich da gleich anschließen kann, da leuchtet mir vieles ein, aber ich habe wenig anderen Zugang, vielleicht auch einfach, weil ich selber an einer Frage, an einem Buch sitze, das sich mit der Frage auseinandersetzt, wie man nach 1945 überhaupt noch philosophieren kann. Und in meinem Schreiben und mit meiner Beschäftigung mit Philosophinnen ist mir immer wichtig, dass man den ersten Satz eines Werkes denkbar ernst nimmt. Weil bei guten Autoren und wie bei Jaspers oder wie bei Arendt hat man die Sicherheit, dass der erste Satz eine besondere Bedeutung hat, in gleichsam eine ganze Monade ist, in dem sich das Werk spiegelt. Und der erste Satz dieses Buches heißt als Fragment, was kann einem Menschen geschehen, der es wagt, unabhängig zu denken? Das ist also erstmal eine Frage, mit der dieses Buch beginnt. Und das ist eine Frage, die tief in die Frage hineinreicht, was Philosophieren eigentlich heißt. Und exemplifiziert wird diese Frage an einem spezifischen Fall, der Jaspers besonders wichtig ist, zu dem er eine persönliche Bindung hat, nämlich dem Fall von Hannah Arendt als einer deutschen Jüdin, die über den Holocaust und seine Abgründe schreibt. Also eine denkbare Brisanz, eine Konzentration des Risikos, unabhängig zu denken. Und tatsächlich sagten Sie, es sind eigentlich zwei Bücher. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, es sind zwei Bücher. Es ist eine systematische Frage. Was heißt es, unabhängig zu denken? Letztlich würde ich sagen, ist das die Frage, die seit Kants Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, eine Zentralfrage der Philosophie überhaupt ist. Was heißt es, unabhängig zu denken? Er spricht hier von dem Wagnis. Damit ist immer auch der Mut. Der Mut zur Mündigkeit, der Mut, das eigene Wort zu finden. Etwas, wofür Hannah Arendt ganz ausgezeichneterweise stand. Und er hat versucht, diese Frage, die eine Urfrage der Philosophie ist, zu aktualisieren, gegenwärtig zu machen, an einem Fallbeispiel, das ihm, wie Sie entwickelt haben, aus verschiedenen Gründen besonders nahe war. Und das ist natürlich eine spektakuläre Aufgabe. Einerseits sich über das Wesen des Philosophierens anhand von Schülerinnen klar zu werden, die unter besonderen Druck geraten, weil sie tun, was man sie gelehrt hat, nämlich unabhängig zu denken und öffentlich unabhängig zu denken. Ich denke, das ist der zweite wesentliche Teil dieses Buches. Es ist ein Buch über die Frage, was es heißt, in die Öffentlichkeit zu gehen, das Risiko der Öffentlichkeit zu wagen. Denn Denken an sich ist riskant genug. Aber öffentlich zu denken und unbequem zu denken, ist noch ein weiteres Risiko, das in diesem Buch immer wieder mit bedacht wird. Und vielleicht ein letztes, nur als meine erste Einschätzung dazu. Es ist natürlich, glaube ich, kein Buch über Hannah Arendt. Es wäre auch sehr seltsam und vielleicht sogar ein wenig allzu heikel, über eine Schülerin ein Verteidigungsbuch zu schreiben, zumal es sich hier um eine Schülerin handelt, die es wohl sehr wohl bewiesen hat, auf eigenen zwei Denkerbeinen stehen zu können. Ich denke, es ist auch ein Buch, in dem Jaspers vor allem anhand des Falls Arendt über seine eigene Tätigkeit als Philosoph in der Öffentlichkeit nachdenkt. Also eine Selbstreflexion seiner publizistischen, philosophischen, öffentlichkeitswirksamen Tätigkeit, die Jahre in Deutschland, in Auseinandersetzung mit den Fragen, in denen es auch um Eichmann und Jerusalem geht. Und vielleicht können wir dann schon auch verstehen, warum er mit diesem Buch eigentlich nicht fertig werden konnte, warum es so kompliziert werden musste. Ja. Und das, also in diesem fabelhaft orientierenden Einleitung, die Sie geschrieben haben, wie in dem Buch,
man hat ein bisschen das Gefühl, man schaut jemanden beim Topfschlagen zu. Da wird die ganze Zeit irgendwie, da werden Gedanken abgeklopft und ab und zu klingelt es mal, dann hat er den Topf getroffen und dann geht das wieder daneben. Sie schreiben sehr schön vom Umkreisen, was vielleicht auch Jaspers Denkstil insgesamt kennzeichnet. Und das ist wirklich ein Einkreisen, ich würde sagen, auch seiner selbst und seiner eigenen Denkbiografie anhand des Beispiels Arendt. Und vielleicht entsteht dadurch auch eine Komplikation, die dazu geführt hat, dass er das Projekt dann abgebrochen hat. Da würde ich gleich noch dazu hinzufügen, man muss noch bedenken, dass das Buch, das er dann zu Hannah Arendt geschrieben hat, auch eine stille Fortsetzung eines anderen ungeschrieben gebliebenen Buches ist, die deutsche Selbstbesinnung. Mhm. Die deutsche Selbstbesinnung war eigentlich angedacht als Publikation im Anschluss an seine erste Vorlesung 45-46, wo es wirklich darum ging, eben eine Bilanz zu ziehen, wie steht Deutschland jetzt noch da, wie kann Deutschland sich geschichtlich wiederfinden, welchen Reinigungsprozess braucht es. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der dann eben in der Schuldfrage ja auch tatsächlich publiziert wurde. Die Schuldfrage ist ja nur ein ausgegliedertes Kapitel, wenn man so will, aus diesem Deutschlandbuch, das er dann nie geschrieben hat. Die deutsche Selbstbesinnung sollte eben genau das schaffen, dass sie eben den großen Traditionsbruch, der eben den Hannah Arendt ja dann auch auf ihre Weise beschrieben hat im Hinblick auf Eichmann, zu schauen, wie dieser Traditionsbruch nochmal ins Positive gewendet werden kann. Und das hat Jaspers immer wieder versucht. Und jetzt auch ein wichtiger Bezug auf das Hannah-Buch. Er hatte eigentlich gehofft, weil er selber kein Historiker ist und er wollte eigentlich, dass es eine deutsche Geschichte geben sollte in diesem Buch, Deutsche Selbstbesinnung. Er hatte sie von Golo Mann erwartet. Seine deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ist 1958 erschienen. Und wir finden Bemerkungen über die Wirkung dieser deutschen Geschichte von Golo Mann im Hannah-Buch, in dem Abschnitt über Golo Mann, wo er eben seine Enttäuschung zum Ausdruck bringt und abklopft, prüft, wie es sein kann, dass eben ein Autor wie Golo Mann, den er lange Zeit für einen geistig hochstehen und dabei bleibt er auch geistig, ist Golo Mann absolut anregend für ihn. Er schreibt brillant, aber es fehlt Jaspers irgendwann etwas. Und das bringt er in die Frage, wer spricht da? Und was spricht da? Und das hat eben mit diesem Kampf der Mächte auch zu tun, in den er dann eben sowohl Hannah Arendt als auch Golo Mann und sich selbst, nicht zuletzt, also er ist wirklich ein wesentlicher Teil dieses Buches und vielleicht eben deswegen auch ein Punkt, warum es nicht fertig werden konnte. Wie sollte man sich da jetzt positionieren in diesem Zwiespalt zwischen einer zum Beispiel literarischen Gestaltung? Das hatte natürlich Hannah Arendt auch. Also ich meine, Arendt und Golo Mann waren brillante Schriftsteller. Und in dem einen Fall hatte er aber dann bei Golo Mann große Bedenken. Und bei Hannah Arendt hatte er aber gemeint, etwas zu finden, nämlich eben diese Bereitschaft, sich zu exponieren, nicht einen sogenannten Konformismus, wie er ihn dann bei Golo Mann vorgefunden hat, dem zu folgen, sondern eben eine Positionierung, die es tatsächlich durch Fragestellungen und durch ein Nichtfolgen von Klischees ermöglicht, zum Beispiel eben auch im Zusammenhang mit Eichmann, einer Person, die eigentlich ja jetzt im Prinzip völlig unmöglich erscheint, sich dieser Person zu nähern. Das gehört auch zu der Unabhängigkeit im Denken. Also sich dem auch anzunähern, was man eigentlich lieber
ausschließen wollte. Und das ist, glaube ich, auch ein Element, das sich Jaspers selber mehr oder minder zu Herzen genommen hat und aber auch nicht ganz durchführen konnte. Na, könnte man dann so weit gehen, zu sagen, dass dieses Schneegestöber an Fragmenten, was wir hier haben, tatsächlich auch so etwas ist wie ein Protokoll eines Scheiterns, und zwar eines Scheiterns, was möglicherweise exemplarisch ist. Denn, naja, ihr könnt ruhig sagen, dass es vollkommener Unsinn ist, was ich jetzt gerade versuche zu formulieren. Aber ich glaube, vielleicht ist da was dran. Und zwar kam mir das, als Barbara zum einen betonte, dass diese ungeheure Härte der Kritiker ihr so präsent wurde beim Lesen. Und zum anderen über dieses Zitat, was man auch ein bisschen kitschig finden kann, aber was sagt von den verschlossenen Türen unserer Seelen. Wenn wir jetzt hier im Archiv sind, wir kennen die sogenannte Goll-Affäre bei Paul Celan. Wir sehen, wie Claire Goll da diese Plagiatsaffäre lostritt und dann mit einem ungeheuerlichen Schulterschluss, selbst Jüdin mit den wüstesten Antisemiten im Grunde, dann also auch so ein Pressegewitter auf Paul Celan losgeht, ungefähr in der gleichen Zeit wie auf Hannah Arendt mit Eichmann in Jerusalem. Und könnte man vielleicht beide diese Debatten jetzt mal, wenn man irgendwas daraus Positives lernen will, als ja, die Verzweiflung auch derjenigen entziffern, die eben ihre Seele nicht preisgeben wollen, wenn man dann über die Schuhe nachdenken müsste und dann die eigene Schuld nachdenken würde. Ist das dieser Impuls, diese Kraft, die dahinter steht? Und auch bei Jaspers selbst, der irgendwie nicht damit klarkommt, der keine Sprache findet. Ich meine, die sind 20 Jahre nach dem Krieg oder noch weniger. Und ja, sie hatten nicht Primo Levi, sie hatten nicht Imre Kertész, sie hatten nicht Celan. Sie hatten gerade mal Nelly Sachs, die angefangen wurde zu publizieren. Und ja, aber es gab ja das Totalitarismusbuch von Hannah Arendt. Mhm. Und was ich ganz bemerkenswert fand, also es gibt in diesen unendlich vielen Fragmenten gibt es ein Kapitel, da wollte Jaspers über die Werke von Hannah Arendt schreiben und fängt an und entgleist gleich wieder. Und er überspringt das Totalitarismusbuch. Das ist natürlich jetzt auch nochmal unter der Fragestellung, die Sie aufgebracht haben, ist das natürlich ganz bemerkenswert. Man könnte doch sagen, wenn jemand in der Lage war, schon in der Mitte des Jahrhunderts überhaupt ansatzweise zu schreiben, was dieses Jahrhundert zerstört hat, dann war das Hannah Arendt mit dem Totalitarismusbuch doch nicht Goloman. Also Goloman ist ein relativ traditionelles Buch. Hannah Arendt hat versucht rauszukriegen, woran das 20. Jahrhundert die Tradition zerbrochen hat. Und hat das in diesen drei unglaublich tief ausgearbeiteten Kapiteln hat sie das gemacht. Und an einer Stelle schreibt Jaspers, das ist ihr einsichtsvollstes Buch, aber er beschreibt das gar nicht in dem Kapitel. Es kommt überhaupt nicht vor. Also ja, das würde ein bisschen zum Ausweichen passen, oder? Das passt zur Hilflosigkeit. Ausweichen. Ja, und dann kommt aber jetzt, kommt wieder, wenn wir jetzt so einen kleinen Zeitsprung machen, dann will er also über das Eichmann-Buch schreiben und schreibt diesen merkwürdigen Satz mit den Seelen. Aber als er dann versucht, das Eichmann-Buch in das Gesamtpaket von Arendts Denken einzubauen, dann sagt er, es ist eine relativ beiläufige Schrift. Das beißt sich, und zwar das beißt sich so fundamental. Also wenn Eichmann ein beiläufiges Buch ist, also allein schon vom Thema her kann das nicht beiläufig sein, immerhin geht es um den Prozess gegen einen der großen Massenmörder des 20. Jahrhunderts. Wenn das ein beiläufiges Buch ist, wie kann man dann überhaupt das Schaffen dieser Frau begreifbar machen als Durcharbeiten durch die großen Fragen des 20. Jahrhunderts. Also da gibt es ganz offensichtliche Zerrungen und Widersprüche in diesem Zugang, den Jaspers da wählt. Also wenn man jetzt sich nochmal die intellektuelle Landschaft damals anguckt, er war ja immerhin jemand, der sich um die Schuldfrage gekümmert hat, im Unterschied zu vielen anderen. Er ist nach 1945, also in den 50 Jahren, ist er aus Deutschland weggegangen. Er war nie ein Nazi. Er ist wirklich jetzt nicht mitgelaufen mit den großen Strömungen des 20. Jahrhunderts. Und dann beschäftigt er sich mit den Schriften von jemand, der das hinkriegt, diesen furchtbaren Brüchen des 20. Jahrhunderts nachzudenken. Das tut er ja, das ist ja seine Wahl. Und er ist mit dieser Frau befreundet. Das steht auch immer wieder drin in diesen Skizzen. Wir sind jetzt schon 20 Jahre befreundet. Jetzt, ich habe einen Verdacht und ich weiß nicht, ob das stimmt. In diesem Kapitel, wo er versucht rauszukriegen, was eigentlich das Denken von Hannah Arendt zusammenhält, schreibt er über Hannah, Hannah, Hannah und plötzlich fällt er ins Du. Und dann schreibt er eine halbe Seite Du, als ob er ihr einen Brief schreiben würde. Du kannst das und das, machst dieses und jenes.
Und wenn er Hannah Arendt überhaupt versucht, mit irgendjemandem zu vergleichen im 20. Jahrhundert, der Ähnliches kann und was man können muss, um dieses verrückte Jahrhundert zu begreifen, ist es immer Max Weber. Die beiden stehen also da, die können und alle anderen können nicht. Er schreibt ja auch ein ganzes Kapitel über Literaten, die einfach immer nur schön schreiben und sich verkaufen wollen, wie Golo Mann, und die anderen, die sich nur mit Sachen beschäftigen, die ihnen auf der Seele brennen. Und dazu gehören halt Max Weber und Hannah Arendt. Und er steht irgendwie dazwischen und weiß nicht so richtig, wohin er sich jetzt lehnen soll. Also er will kein Literat sein und hübsche, gefällige Bücher schreiben, die in jeder Buchhandlung liegen. Er will was ganz Grundlegendes und Wichtiges machen und sich mit diesen großen Fragen beschäftigen. Aber gerade in diesem Kapitel, wo er diesen Überblick über Hannah Arendts Schreiben geben will, ist das ganz, ganz dramatisch gescheitert. Er kriegt eigentlich zu keinem Buch, kann er sagen, warum das eigentlich wichtig ist. Also nochmal, das Totalitarismusbuch lässt er völlig weg. Dann das Augustinusbuch lässt er auch völlig weg, man weiß nicht warum. Zu dem Ralf Hahnhagen-Buch schreibt er was völlig Abstruses. Da schreibt er, Ralf Hahnhagen war eine Frau, die nicht lieben konnte. Das hat mit dem Buch, das Hannah Arendt geschrieben hat, würde ich mal sagen, gar nichts zu tun. Ob das historisch stimmt, ist eine ganz andere Frage. Aber warum ist das denn ein wichtiger Punkt, wenn man sich mit einer intellektuellen Frau beschäftigt, ob die lieben konnte oder nicht? Das ist doch abwegig. Im Blick auf Max Weber ist es nicht abwegig. Da kommt, glaube ich, nochmal eine intellektuelle Konstellation zum Vorschein. Also mir ist das erst relativ spät beim Lesen aufgegangen. Und vielleicht, also wenn Interesse ist, können wir dem nochmal ein bisschen nachgehen. Ich würde es mal so formulieren. Ich glaube im Nachhinein, dass diese heftige Polemik gegen das Eichmann-Buch in Deutschland, was sich entzündete an einer Autorin, dass das, glaube ich, ein unheimlich wichtiger Punkt war. Also Frauen können schreiben, worüber sie wollen. Nicht in Deutschland, ne? Also in Deutschland hat man eigentlich bis in die 80er Jahre gedacht, Frauen können Romane schreiben und sonst sollen sie lieber die Finger davon lassen. Aber was Frauen auf gar keinen Fall machen können, ist sowas machen wie das Eichmann-Buch schreiben. Und das ist bei Jaspers ist immer wieder dieser Verdacht, dass da was dran ist, an diesen persönlichen Diffamierungen, dass sie sonst nicht so heftig gewesen wäre, weil Männer gehen so nicht miteinander um. Da ist was an dieser Autorschaft von Hannah Arendt, an dem, das entzündet sich an dieser Eichmann-Geschichte und das zieht sich durch diese ganzen Fragmente durch. Ich kann das nicht nennen, was das ist, aber ich bin mir absolut sicher, da ist was. Da ist was, wo Jaspers denkt, ich sage noch mal eine Perspektive. Jaspers betont immer wieder, die Großen, also Goethe hat formuliert, die Weisen aller Zeiten winken sich. Und Jaspers sagt, die unabhängigen Denker aller Zeiten, die reden direkt miteinander. Es ist ganz egal, wo die herkommen, aus Griechenland oder woher. Und dann sagt er über Hannah Arendt, Hannah Arendt ist jemand, die redet, als ob sie gerade aus Athen kommt. Also nicht aus dem aktuellen Athen, sondern aus dem Athen, wo Platon auf der Straße sitzt und wo Sokrates mit den Leuten diskutiert. Das heißt, die gehört in diese historische Reihe von den großen unabhängigen Denkern. Nur in der großen Reihe von historischen Denkern sitzen natürlich lauter Männer in unserer Tradition. Was macht diese Frau in dieser Reihe? Und da scheint irgendwie so eine Grundirritation drin zu sein, die in diesem Buch immer so unterirdisch wirkt, aber gar nicht richtig thematisiert wird. Das mag sein. Ich würde einen anderen Aspekt vorschlagen, warum ein Buch so wahnsinnig irritiert. Und das liegt daran, dass Denken wahnsinnig irritiert, sofern es Denken ist. Und Denken ist etwas ausgesprochen Seltenes. Und nur sehr wenige Menschen können es. Denken ist etwas Ereignishaftes. Und wenn dieses Buch heißt Von der Unabhängigkeit des Denkens, müsste man eigentlich sagen, es ist ein komischer Titel, weil es abhängiges Denken nach Jaspers und Arendt gar nicht geben kann. Es wäre eigentlich genug zu sagen vom Denken. Ein abhängiges Denken ist kein Denken im eminenten Sinne. Und auch für Arendt, sofern es auf Urteilskraft und eigener Urteilsfindung beruht, wäre ein abhängiges Denken eigentlich nicht das, was sie Denken nennt. Ich will das deswegen betonen, weil ich glaube schon, dass es einen sehr klaren Grund gibt, warum dieses Eichmann-Buch eine ungeheure Irritation ist. Natürlich nicht nur mit der ungeheuren emotionalen und historischen Belegtheit des Themas, sondern Hannah Arendt wird von Jaspers als eine Person dargestellt, die
ein paradigmatisches Beispiel für jemanden ist, der denken kann und will und den Mut hat, es öffentlich zu tun. Eichmanns Problem ist, dass er nicht denken kann. Mhm. Das sagt Arendt ausdrücklich. Das Problem von Eichmann und die Wurzel seines Bösen ist, dass er unfähig ist zu denken, wie sie sagt. Und in dem Moment geschieht, glaube ich, für jeden, der mitdenken will, etwas sehr Ungewöhnliches und auch Unheimliches, weil Hannah Arendt uns eigentlich sagt, ihr seid potenzielle Eichmanns, sofern ihr nicht bereit seid, unabhängig zu denken. Dieser Eichmann steckt in jedem und allem von uns, was sich den Mut nicht nimmt und die Fähigkeit nicht besitzt, unabhängig zu denken. Das Buch ist eine ungeheure Zumutung an jeden Leser, vor allem deswegen, und das ist eine Zumutung, die Arendts Denken mit sich bringt, dass Denken weder beigebracht werden kann, noch dass es jedem verfügbar wäre. Das ist der stille und sehr, sehr benennbare Elitismus bei Hannah Arendt. Und das ist natürlich etwas, das psychologisch ungeheure Energien freisetzt. Wenn jemand, der schreiben kann, der den Mut hat, der es begründen kann, der die philosophischen Hintergründe hat, zu sagen, Denken ist etwas ungemein Schwieriges. Ich zeige euch, was es heißt zu denken. Und ich zeige euch anhand eines Mannes, den ihr alle verteufelt, dessen Problem darin besteht, nicht denken zu können. Klammer, so wie viele von euch auch. Und wenn man es so konstruiert, ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass solch ein Buch enorme negative Energien freilegt. Ich will gar nicht bestreiten, dass es immer für Frauen, die denken, besondere Allergien gab in der Öffentlichkeit. Ich würde sehr bestreiten, dass es in den 60er Jahren einen pfleglicheren kommunikativen Umgang innerhalb der Literaturkritik oder der politischen Diskurses gab. Also wenn Sie Herbert Wehner sehen, haben Sie nicht das Gefühl, dass es heute pfleglicher umgeht. Und wenn Sie Adorno sagen wir Lukács hören, haben Sie auch nicht das Gefühl, dass das pfleglicher umgeht. Da wurde furchtbar aufeinander eingedroschen. Ich denke, wenn dieses Buch heißt Von der Unabhängigkeit des Denkens und es ist ein Buch über Eichmann, und Jaspers beschäftigt sich mit der Frage, was es überhaupt heißt, Unabhängigkeit zu denken, dann ist ein Skandal berührt, der uns alle betrifft, sofern wir uns als denkende Menschen bestehen und sofern wir diesen Mut nicht aufbringen. Und wenn man sich das klar macht, da wird einem ein bisschen mulmig zumute. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das noch jetzt in jedem von uns ganz ungeheure Aggressionen freilegt. Man muss auch noch vielleicht ergänzen, dass Sie hatten gesagt, Jaspers hat Hannah Arendt mit Max Weber verglichen. Das hat er in der Tat, aber ich glaube, er hat sowohl Hannah Arendt als auch Golomann mit Max Weber verglichen. Und Max Weber stand am Ende sogar noch über den beiden für ihn, weil er beeindruckt war und erschüttert, dass Max Weber eigentlich den Bruch und die Erschütterung im 20. Jahrhundert, obwohl er ja schon 1920 gestorben ist, auf seine Weise noch tiefer erfahren und erlebt hätte. Und er spricht immer mal wieder auch, das finde ich auch ein interessanter Punkt, der sicherlich auch von Arendt-Forscherinnen anders gesehen wird. Hannah Arendt ist sozusagen nicht religiös, aber fromm. Also es gibt bei Hannah Arendt für Jaspers eine letzte Stufe, wo sie frei ist von innerer Zerrissenheit. Und ich glaube, Jaspers war sich am Ende gar nicht mehr so sicher, ob er selber nicht näher bei Max Weber steht als Hannah Arendt. Und dass eben diese Zerrissenheit und der Kampf um die Unabhängigkeit des Denkens für ihn deswegen auch ein Buch in eigener Angelegenheit wurde. Also es ist ja auch tatsächlich so, er hat ja eben nach diesem Abbruch 1966 diesen Brief an Erna Dugend, seine Schwester nach Oldenburg, geschrieben, wo er sagt, ich bin jetzt befreit von einem Buch, ich setze mich jetzt an ein neues, kehre zurück zur Philosophie. Es trägt den Titel vom unabhängigen Denken. Und das ist ja im Prinzip dann das erste Buch, also in dieser Sammlung sozusagen das erste Buch geworden. Und insofern glaube ich, dass er, also
ich glaube nicht, dass er ein großes Problem hatte damit, dass Hannah Arendt jetzt sozusagen als Denkerin auftritt. Ich meine, das ist ja schon eher auch völlig ungewöhnlich, dass ein Professor der Philosophie, auch als er ist Quereinsteiger, interessant, Hannah Arendt hat sich ja selber auch ein bisschen geziert, als Philosophin zu gelten. Karl Jaspers war es, der gesagt hat, du bist für mich eine Philosophin, egal ob du das bestreitest und politische Theorie oder so, das, wobei sie das ja in dem normalen universitären Sinn sowieso natürlich nicht war, das ist ihr auch klar gewesen. Also Jaspers hat da in ihr wirklich die Philosophin ja unterstrichen. Also das würde ich auch zu bedenken geben, dass er und alleine schon eben die Tatsache, dass er ein solches Buch aus Anlass des Problems einer Schülerin begonnen hat, also zumindest begonnen hat, scheint mir doch auch dafür zu sprechen, wenn man jetzt nicht unterstellt, dass er irgendwie schon gedacht hat, am Ende läuft es ja doch eher auf eine systematische Beschäftigung nur mit der Unabhängigkeit des Denkens hinaus, dass da doch auch eine Wertschätzung auf jeden Fall da gewesen sein muss. Ja, zweifellos. Man könnte ja vielleicht ein bisschen versuchen, klarer zu fassen, wie diese Verbindung in dem Buch funktioniert. Hannah Arendt ist klar. Jaspers und dann Max Weber. Die Rolle von Max Weber ist mir noch nicht so ganz klar geworden jetzt. Und ich vermute, es geht mehreren im Raum so. Ja, also das ist das Buch 7a, Max Weber. Das ist ein kleiner Anhang, hat auch in der Disposition den Titel Besonderes Kapitel Max Weber. Es gab zu diesem Zeitpunkt auch andere Notizen über Max Weber. Ich habe mich dafür entschieden, diese späten Notizen über Max Weber, die im Anschluss an Baumgartens Offenbarungen über Max Webers ungewöhnliches Sexualleben, die da nicht dem Hannah-Buch zuzuordnen. Und meine das auch eben dadurch begründen zu können, dass in der Disposition, in der es dann um das Max-Weber-Kapitel geht, ausdrücklich besonderes Kapitel steht. Und es gibt eine Mappe, da steht besonderes Kapitel Max Weber drauf. Und in dieser Mappe befinden sich eben auch die Texte, die alle gleichzeitig Bezug nehmen auf Golo Mann, auf Hannah Arendt und damit für mich eindeutig an dieser Stelle gedacht sind. Er hat, also das ist tatsächlich ein nicht ganz einfacher Bezug. Man kann ihn vielleicht so einkreisen über die Kritik, die er an sowohl Golo Mann als auch an Hannah Arendt geübt hat. Sie hätten im Prinzip die Unterscheidung zwischen Tatsachenurteilen und Werturteilen nicht so streng aufgefasst, wie er, Jasper, sie im Werturteilsstreit über Max Weber damals schon vermittelt bekommen hat. Das ist ein wesentlicher Punkt und der ist insofern auch wesentlich, weil er zum Beispiel bei der verstehenden Annäherung an ein Phänomen wie Eichmann natürlich ganz relevant ist. Je früher ich einsetze mit einem klaren, moralisch verwerfenden Urteil, desto früher höre ich vielleicht auf, noch etwas zu verstehen, was wichtig wäre zu verstehen. Was ja bei Jaspers so weit führt, dass er den Ausführungen des Gefängnispfarrers Hall, der die letzten Stunden und Tage mit Eichmann im Gefängnis verbracht hat, zusammen mit der Frau des Pfarrers, dass er lange daraus exzerpiert, auf der Spur oder auf der Suche danach herauszubekommen, wie hat sich Eichmann zu diesem Zeitpunkt verhalten. Ist er moralisch zusammengekippt oder ist er stabil geblieben? Ich meine, das ist natürlich etwas, das schluckt man auch nicht so einfach, aber das gehört offenbar für Jaspers auch dann zu diesem unabhängigen Denken. Und das hat Hannah Arendt jetzt nicht gemacht. Also sie hatte im Prinzip diese Aufzeichnungen auch schon gehabt. Die sind zu dem Zeitpunkt, zumindest für die deutsche Version, wäre es verfügbar gewesen. Sie hat es nur erwähnt, einmal, soweit ich mich richtig erinnere,
Aber es ist jetzt nicht weiter auf diese Situation eingegangen, wie verhält sich ein Mensch mit einem solchen Leben, mit diesen Entscheidungen angesichts des Todes. Und das wollte ich jetzt einfach noch als Beispiel bringen für diese scharfe Trennung zwischen Werturteilen und Tatsachenurteilen. Und das, glaube ich, ist einer der Schlüssel, warum hier jetzt auch das Max-Weber-Kapitel noch relevant ist. Abgesehen noch von einem bemerkenswerten Punkt, dass es von einer tiefen Verzweiflung irgendwie auch durchzogen scheint. Also die Jaspers entwirft noch Skizzen zu einem Max-Weber-Vortrag, den er dann gar nicht hält. Und die enden eigentlich richtig finster, wenn man so will. Also dann ist es mit der Wissenschaft nichts. So, also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Jaspers, auch im Blick auf Golo-Mann übrigens, mit dem Motiv der Verzweiflung gerungen hat. Mhm. Und Jaspers hatte gleichzeitig ja auch noch, wohin treibt die Bundesrepublik? Da kriegen wir dann den Bogen wieder in die Politik und die Stellungnahme zur Politik zurück. Das ja auch von sehr viel Wut, Enttäuschung über diese ausgebliebene Umkehr, die Jaspers eben seit dem Verfassen der Schuldfrage für das absolut zentrale Moment gehalten hat für die Deutschen, dass sie den Nationalstaatsgedanken überwinden und im Prinzip eine Art alttestamentarisch inspirierte biblische Religion insofern annehmen, dass für sie der Transzendenzbezug und damit letzten Endes das Gewissen haben wollen, die Unabhängigkeit im Denken über diese Rettungsversuche eines starken Staates hinausgehen sollten. Aber jetzt nochmal, die anderen beiden wollten, glaube ich, auch was sagen zu Weber. Klar. Noch, ne? Ja, also ich habe mir daraufhin nochmal angeguckt mit Max Weber, weil ich mich dann auch erinnerte, dass Jaspers schon ganz früh schon der jungen Hannah Arendt vorgeschlagen hat, mehr Max Weber zu lesen, was sie nicht getan hat, weil sie gesagt hat, diese Nüchternheit, das kann ich nicht. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass in dem Kontext dieser Debatte hier, die ja viel später ist, wir sind ja hier in den 60er Jahren, dass Max Weber jetzt für Jaspers in der Auseinandersetzung mit Hannah Arendt eine andere Rolle spielt. Und es dreht sich immer um diese berühmten Zwischenbetrachtungen aus der Religionssoziologie. Also habe ich mir das nochmal angeguckt mit der Frage, was denkt denn Jaspers, was man von Max Weber nehmen sollte, damit man besser wird, wie Hannah Arendt schon ist. Und es geht immer um dieselbe Geschichte. Also Weber sagt, theoretisches Denken entzaubert die Welt. Man braucht theoretisches Denken, damit man überhaupt die Welt begreift. Und wie macht man das, sagt er. Man typologisiert, damit die Darstellung von praktischem Verhalten und so weiter, dass das überhaupt darstellbar wird. Das heißt, das Chaos der Welt wird erst darstellbar, wenn man Typologien einführt. Und die Typologien ermöglichen eine Ordnung und deswegen auch eine Darstellung. Das ist diese berühmte Nüchternheit von Max Weber. Das war das, was Jaspers erst an ihm faszinierte und was er Hannah Arendt immer geben wollte als Anleitung, wie man schreiben sollte. Nur, sagt er, Hannah Arendt kann was man mit Max Weber gar nicht kann. Sie kann nämlich sich ununterbrochen Wirklichkeiten aussetzen. Und das, was sie theoretisch weiß, wird immer gebrochen durch das, was jetzt gerade wieder neu passiert. Das heißt, es ist eigentlich genau der andere Weg als den Max Weber einschlägt. Dann sagt aber Jaspers, und jetzt greife ich auf, was Sie gesagt haben, Verzweiflung gibt es bei Max Weber. Er sagt aber auch noch was anderes. Er sagt, Weber ist die Zerrissenheit in Person. Und die Zerrissenheit in Person, das sind die Menschen des 20. Jahrhunderts. Die leben in einer Zeit, wo man überhaupt nicht mehr anders sein kann als zerrissen. Dann guckt er wieder Hannah Arendt an und sagt, wieso ist diese Frau denn nicht zerrissen? Die weiß doch so viel über das 20. Jahrhundert. Die hat was sie vor dieser Zerrissenheit bewahrt. Was ist das? Das ist dieses sich immer neu aussetzen der Wirklichkeit. Dieses nicht vorher schon wissen, was die Wirklichkeit einem sagt. Das heißt, Hannah Arendt ist jemand, die hat das ganze Arsenal politischen und theoretischen Denkens des Abendlands im Kopf. Das braucht sie auch, weil sonst sieht man nur Chaos. Sie hat alles
im Kopf, was man wissen muss, um denken zu können. Aber sie kann nur deswegen denken, was jetzt passiert, weil sie sich ununterbrochen neu aussetzt und genau umgekehrt geht wie die Typologie. Und ich glaube, das hat er am Ende auch begriffen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem dieses Projekt auch scheitert. Und jetzt noch mal eine Fußnote zu den Geschichten mit den Frauen. Also Max Weber gilt ja als furchtbar nüchtern und sehr, und also als jemand, der richtig klar schreibt. Wenn man diese Zwischenbetrachtung, wenn man die liest, würde ich sagen, in der Zwischenbetrachtung stehen Sachen drin, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist eine Zwischenbetrachtung, aus der kann man 30 Bücher schreiben. Bücher, die gar nicht auf ein Regalbrett wollen, weil die so unterschiedlich sind. Was der größte Teil ist hier drin, und der taucht bei Jaspers immer wieder auf, ist die Geschichte mit der Erotik. Was Erotik mit Denken zu tun hat. Und was hat Erotik mit Denken zu tun? Erotik ist das einzige Mal, wie Weber so schön schreibt, wo die Mauer zwischen Seele und Seele durchbrochen wird, wo das Du verschwindet. Und das hat mich wieder erinnert an diese Passage in dem Buch über Hannah Arendt, was er schreiben will, wo er plötzlich Du zu ihr sagt. Und wenn man Du zu jemand sagt, dann heißt das, man guckt die Welt aus zwei Perspektiven an. Ich stehe hier und du stehst da. Und schon sieht die Welt anders aus, weil ihr beide unterschiedlich gucken. Und Erotik ist ein Moment, wo ich und du plötzlich nicht mehr existieren. Das heißt, die Welt guckt sich nur noch aus einer Perspektive an. Und auf eine bestimmte Weise, glaube ich, unterstellt der Hannah Arendt das. Und das ist, also deswegen ist sie nicht zerrissen und deswegen ist sie nicht wie Weber und die großen zerrissenen Denker des 20. Jahrhunderts, sondern sie hat immer noch sozusagen wie so ein Refugium, wo nicht alles auseinanderfällt. Und daher kommt übrigens auch, so wie er das sieht, ihre Produktivität. Weil er ist ja auch völlig überrascht, wie jemand so produktiv sein kann und so unterschiedliche Bücher schreiben kann. Ich meine, die Arendt-Bücher, man kann ja machen, was man will, aber die sind doch unglaublich heterogen. Wenn man das nicht immer schon wüsste, dass das dieselbe Frau geschrieben hat. Ich glaube, wenn man jetzt einer Gruppe von Studenten die Bücher anonym in die Hand drücken würde, die würden da nicht spontan drauf kommen. Also das Totalitarismus-Buch und das Ralf-Hahnhagen-Buch und das Eichmann-Buch, das, glaube ich, würde man denken, das sind doch sehr unterschiedliche Weisen, mit dem 20. Jahrhundert umzugehen. Was haben die miteinander zu tun? Und da, ich glaube, da ist diese Max-Weber-Geschichte bei Jaspers interessant, weil er nochmal rauskriegen muss, dieser, also Verzweiflung ist nochmal was anderes, aber das Wort, was er mit Max Weber mehrfach benutzt, ist das mit dieser Zerrissenheit. Und diese Zerrissenheit, die umgekehrt überhaupt auch erst ermöglicht, dass man bestimmte Dinge wahrnimmt und sie sich nicht sofort wieder sozusagen durch irgendwelche Klischees wegleugnet. Das hat mit dem zu tun, also ich fand es gut, dass Sie das nochmal gesagt haben, unabhängiges Denken ist auch so ein bisschen so, ne? Weißer Schimmel. Ja. Weißer Schimmel, ja, ja. Ich denke, was Sie hier gesagt haben, ist, dass die Typusbildung bei Weber eine Form der Wirklichkeitsorientierung ist. Also Weber stellt dann so Idealtypen vor. Er sagt, die existieren nicht, aber das sind Idealtypen, die wir bilden, um zu sehen, was in der Wirklichkeit los ist. Und was in diesem Buch sehr oft betont wird von Jaspers in Bezug auf Arendt ist, dass Arendt sich in der Beschreibung von Eichmann, aber in Beschreibung von Menschen allgemein der Typusbildung verweigert, sondern immer nur den Einzelnen als Einzelnen sichtbar werden lässt und dass das ihre Form der Weltorientierung ist, die eine sehr viel aufwendigere ist und wahrscheinlich auch das voraussetzt, was Sie sagen, man muss sich von der anderen Person berühren lassen, in gewisser Weise offen mit ihr umgehen, selbst mit einer Person wie Eichmann, ob das jetzt zu einer vollkommenen Verschmelzung oder eher einer spezifischen Kontaktaufnahme kommt, das würde ich jetzt nicht entscheiden wollen, aber ich glaube, das ist etwas, was Jaspers an Arendt heraushebt, dass sie sich dieser Typusbildung verweigert. Und ganz interessant, also Jaspers denkt in diesem Buch ständig darüber nach, was hat die öffentliche Sphäre so ruiniert, dass Hannah Arendt so behandelt werden kann. Und er kommt darauf selbst eine Typusbildung und er nennt ihn den Literatentypus. Das ist nun ein Typus, bei dem man sich angesprochen, angegangen und wenn man es liest, auch entlarvt fühlen kann. Denn dieser Literatentypus, wie er sagt, der ist derjenige, der die öffentliche Sphäre eigentlich ruiniert. Das geradezu Teuflische an diesem Literatentypus ist, dass er schreiben kann, aber nicht unbedingt denken will.
Es gibt nämlich, sagen, das ist etwas, was Sie in meinem Beruf oft finden. Die Leute können schreiben, aber sie können nicht denken. Und nicht deswegen, weil sie es vielleicht nicht könnten, sondern weil sie buchstäblich den Mut zum unabhängigen Denken nicht aufbringen. Weil sie in verschiedenen Konstellationen der Macht, der Abhängigkeit, der Geltungssucht, der Effekthascherei stehen, vielleicht auch des Herdentriebes. Und sie nutzen diese Fähigkeit zu schreiben, wie Jaspers in diesem Buch sagt, wer schreibt, kann über alles schreiben. Und er meint es nicht nett. Wer schreiben kann, kann über alles schreiben. Die nutzen sie dafür, die öffentliche Sphäre von dem zu reinigen, wofür sie eigentlich gut sein sollte. Nämlich ein Raum des unabhängigen Denkens zu sein. Und es ist für mich ganz faszinierend zu sehen, wie er sehr, sehr viel Zeit auf die Bestimmung dieses Literatentypus verwendet, teilweise auch Thomas Mann und einige andere Großliteraten und Großkritiker darunter fasst. Und es ist auch deswegen interessant, weil er dabei alles mobilisiert, was das Repertoire des stereotypischen Antisemitismus zur Beschreibung von Juden im 19., 20. Jahrhundert bereithält. Der Literatentypus ist immer effekthascherisch. Er geht nur auf das Außen. Er ist immer oberflächlich. Er ist von Neugier geprägt. Er hat beliebige Interessen. Und wenn man diese Register aufruft, die Jaspers nutzt, um den Literatentypus zu klassifizieren, dann haben sie fast das klassische Register dessen, was man Juden klassischerweise stereotypisch vorwirft, insbesondere auch einem deutschen antisemitischen Diskurs. Und in dem Moment geschieht in diesem Buch etwas sehr Unheimliches, glaube ich, weil Jaspers da aus einer Zeit und auch aus einer Vorgeformtheit spricht und einen Typus entwickelt, um Arendt zu verteidigen, von dem man, glaube ich, wenn man es auf eine Close Reading anlegte, sehr gut zeigen kann, dass sich da sehr, sehr viel klassisch antisemitisches Repertoire in der Erzeugung des Typus selbst findet. Das war für mich, zumindest jetzt in der Lektüre, mit das Unheimlichste daran, wie man an diesem Buch überhaupt sehen kann, dass Jaspers sowohl in der Sprache, in der Begriffswahl, als auch im Ton das Buch 1963 geschrieben. Das ist ein Buch, das 1967 abgebrochen wurde. Da 1967 beispielsweise wurde Michel's Foucault, die Ordnung der Dinge, veröffentlicht. Da gab es Marshall McLuhan, der über die Öffentlichkeit nachgedacht hat. Der Ton, in dem Jaspers darüber nachdenkt, ist wirklich ein Ton, der 1912, 1914, 1915 angesetzt scheint. Also eine Sprache, die für die Menschen, die damals gegenwärtig neu philosophieren, vollkommen aus der Zeit gefallen scheint. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Mir scheint, dass es vielleicht auch deswegen zum Abbruch des Projektes kam, weil buchstäblich die Sprache, für die er zur Verfügung hatte, um das Phänomen zu beschreiben, ihm selbst als nicht mehr adäquat vorkam. Zumindest schien mir es im Lesen so, ich schreibe gerade ein Buch über Personen aus den 60er, 70er Jahren, die sich auch versuchen, in der Gegenwart urteilsmächtig zu orientieren. Und da kann man sagen, die Sprache, die Jaspers wählt, ist eine Sprache, die gar nicht mehr in dieser Zeit ist. Die wirklich aus einer alten deutschen Tradition, die immer so ein bisschen nach Stefan George klingt und halt kommt und damit auch sehr, sehr viel unheimliches Echo erzeugt. Und in dieser Bildung des Literatentypus ist das besonders vernehmbar. Ja, das ist ein weites Feld, möchte man zunächst mal sagen. Und ist spontane Literat. Und es hat vielleicht, ich riskiere das jetzt einfach mal, etwas mit dem, was Sie vorher sagten, dem Urteil über Rahel Varnhagen zu tun, dass sie nicht lieben konnte. Das hat sie so erstaunt, dass Jaspers das als wesentlich erachtet hat im Blick auf diese Figur. Und es ging ja um die Frage der Assimilation und wie Rahel Varnhagen eben lernte, sozusagen eben die Paria-Position gewissermaßen einzunehmen. Und das ist genau, hat auch wieder mit diesem Unabhängigkeitsthema zu tun. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie über jüdische Probleme, die Judenfrage, nachgedacht wird. Man muss sich aber auch klar machen, dass zu dem Zeitpunkt damals von den Personen, die hier jetzt vertreten sind, niemand ein Anführungszeichen um die Judenfrage gesetzt hat. Das ist tatsächlich auch eine sozusagen eine offene Form des Umgangs mit der Frage, wie kann sozusagen eine
eine Gruppierung sozusagen, die jetzt innerhalb Deutschlands lebt. Zum Beispiel, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, wie kann die ihre Kultur transportieren? Wie kann sie sozusagen in die Gesellschaft kommen? Das hat etwas mit dem Lieben können auch zu tun. Und Jaspers ist, es ist wirklich nicht einfach, und ich bin da auch überhaupt noch nicht so richtig durchgedrungen. Jaspers hat ja auch den Versuch unternommen, sozusagen diesen Aufruf zur Umkehr der Deutschen, die Abwendung vom Nationalstaatsdenken. Das ist ja eigentlich eine Art Entweltlichungsaufruf, wenn man so will, könnte man ja sagen. Lasst es sein, den Staat primär zu lieben. Und das wiederum verknüpft er mit der biblischen Religion, mit dem Alten Testament. Und Hannah Arendt ist mal angetreten mit ihrer Dissertation schon, um an Augustinus zu zeigen, dass diese Form der Liebe eventuell die Politik verhindert, die Möglichkeit des Innerweltlichen. Also das ist eine wirklich hochvertrackte Angelegenheit. Ja. Und ich möchte da nur darauf insistieren, dass man da wirklich vorsichtig ist mit den Urteilen. Und es wird sehr schnell sehr unangenehm, wenn man hier anklopft sozusagen. Also die Sicherheit eben zu sagen, dass das eben auch schon antisemitische Stereotypen sind, das ist auf der einen Seite so. Vielleicht wäre es die größere Unabhängigkeit, sogar da nochmal reinzubohren sozusagen. Also und bei den Ausführungen über das Ralf Hanhagen-Buch würde ich sagen, ja, unbedingt. Weil das geht so an diesem Buch vorbei, was Hannah Arendt da geschrieben hat. Und es ist so, ja, es ist wirklich auch für die Zeit in den 60er Jahren so eine abwegige Lektüre, dass ich denken würde, da liegt irgendwas vor. Und dann ist ja, diese Fragmente sind ja auch immer wieder voller Nachdenken darüber, was bedeutet es eigentlich, dass Hannah Arendt eine Jüdin ist. Und da gibt es sehr verschwiemelte Sachen, die er da schreibt. Also er kann das nicht wirklich, er hat nicht wirklich eine Sprache dafür, zu sagen, was das bedeutet. Und das ist ja eine alte Diskussion. Ich erinnere mich an einen Briefwechsel, den Sie hatten, das war Ende der 20er Jahre, da geht es darum, ob Hannah Arendt eine Deutsche ist. Und dann schreibt sie zurück und dann sagt sie, nein, ich bin keine Deutsche. Und ich kann nicht einfach so tun, als ob man in Deutschland einfach eine Deutsche sein könnte, wenn ich doch ununterbrochen die Erfahrung mache, dass ich ausgegrenzt werde. Ich kann nicht das Deutschsein einfach dazu addieren und dann kommt meine Identität dabei raus. Und wenn ich das nur ganz kurz sagen darf, er legt ein Buch von Max Weber bei, vom deutschen Wesen, ja, und will sie davon überzeugen, dass sie doch auch Deutsche sei oder sein könne. Und das weist sie zurück. Ja, es ist gerade mit der Max-Weber-Sache noch interessant. Genau, da kommt diese Max-Weber-Geschichte auch nochmal rein. Und dann, also in diesem Zusammenhang ist Jaspers immer zwischen seltsamen Kategorien unterwegs, wenn er das bestimmen will, was das bedeutet, eine Jüdin zu sein. Also er sagt zum Beispiel, die Erfahrung der Emigration gehört dazu. Die Juden sind ein Volk, was immer in der Emigration lebt, wurzellos. Und dann kommt wieder so ein ganz merkwürdiger Schlenker, wo er sagt, das ist für die deutschen Juden besonders schlimm mit der Emigration, weil die doch so tief verwurzelt sind in der deutschen Kultur. Und dann schreibt der Hannah Arendt, ist jemand, die kann Gedichte in allen Sprachen aufsagen und hat da ein riesiges Archiv von Gedichten im Kopf, vor allem auf Deutsch. Also es gibt immer wieder so ein merkwürdiges Beharren darauf, dass deutsche Juden was ganz anderes sind als andere Juden. Und das ist komisch. Also da ist, glaube ich, auch noch was man noch mal genauer angucken muss. Das stimmt irgendwas nicht an der Art und Weise, wie er das macht. Er sagt, Hannah Arendt ist historisch eine Jüdin, religiös ist sie keine Jüdin. Das sind, also in anderen Ländern sind das Identitätsdebatten, die sind völlig irrelevant, wenn ich es mal so übertrieben falsch sagen darf. Aber es ist dann auch wieder so eine Frage, ja, da ist man sehr in die 60er Jahre zurückgeworfen, auch mit, also wo immer noch die ganze Frage, was ist das eigentlich mit den deutschen Juden, wie so einen verquasten Schleier oben drüber hat. Darf ich gleich dazu noch was sagen? Ich glaube, an dem Punkt wird der methodische Zugriff über die Typologie entscheidend. Ja. Denn es geht nicht darum, hier Personen eindeutig festzulegen, auch über Identitätsfragen nicht. Genau das wehrt ja Jaspers ab, und das ist dieses
vorher hatten wir gesagt, dass Hannah Arendt eben einzelne Personen in den Vordergrund stellt und sich der Typologie verweigert. Und Jaspers könnte, wäre jetzt mein Vorschlag, an dem Punkt etwas geschickter sein, dass er sagt, nein, wir brauchen die Typologie und wir müssen um die Grenzen der Typologie wissen, dass wir eben nämlich gerade nicht durch die Typologie den einzelnen Menschen erreichen. Und das ist dann eben sein Unterschied, die Abhängigkeiten, im Unterschied zu der Unabhängigkeit, die bei ihm eben den Transzendenzbezug haben muss. Da wird das Thema Transzendenz auch plötzlich sinnvoll für Jaspers. Ja. Und die Frage ist eben, wie sortiert er da Hannah Arendt ein? Und ich glaube, da ist er vielleicht sich selber auch nicht hundertprozentig sicher und stellt dann nur fest, dass sie aber nicht diese maximale Zerrissenheit hat, also im Prinzip aus seiner Perspektive betrachtet eigentlich einen Transzendenzbezug haben müsste, praktisch, auch wenn sie ihn selber theoretisch leugnen würde. Darf ich noch eine Sache sagen, die bei der Lektüre dieses Buch ist natürlich ganz unvermeidlich ist und die sehr gegenwärtig ist, denn es ist natürlich immer noch und hauptsächlich auch ein Buch, das die Frage behandelt, wie man als deutsche Jüdin oder als jüdische Deutsche oder als Deutsch-Amerikanerin über Israel spricht und insbesondere auch Israel kritisieren kann. Es gibt hier in dem Buch, das habe ich mir rausgeschrieben, eine Notiz von Jaspers, die sich darauf bezieht, dass man Hannah Arendt vorwirft, sie verhalte sich unsolidarisch gegenüber Israel oder verrate Israel sogar in gewisser Weise. Das war etwas, was in dieser Polemik immer wieder vorkam. Und dann schreibt Jaspers als Notiz, Hannah wäre bei einer Katastrophe im Kriegsfalle würde unbedingt hinter Israel stehen. Schreibt Jaspers. Also er zweifelt keine Sekunde an einer Art von unbedingten Solidarität von Arendt gegenüber Israel und auch dem israelischen Staat, so will ich es verstehen. Und jetzt kommt Jaspers, sagt zweiter Satz, nur wenn etwa Totalitäre wie in Deutschland in Israel an der Macht wären, würde sich das anders verhalten. Das zeigt also, dass diese unbedingte Solidarität doch eine gewisse Bedingtheit hat, die sich auf die politischen Konkretion innerhalb dieses gegründeten Staates stützen müssen. Und das ist natürlich etwas, was, denke ich, sehr tief in die Gegenwart hineinragt und es ragt deswegen so interessant und tief in die Gegenwart hinein, weil Hannah Arendt eine der klarsichtigsten, ich möchte fast sagen prophetischsten Mahnerinnen war, dessen, was Israel blühen könnte, sofern es sich als ein Staat konstituiert, wie er heute vorliegt, in den Jahren 1942, 1943, nämlich als eine Form von traditionellem Nationalstaat, in dem Volk, Territorium und Staat als eines gedacht werden, als ein jüdischer Staat. Und Hannah Arendt hat sehr früh in dieser sehr kritischen Gründungsphase, in der Planungsphase zur Gründung von Israel gesagt, dass wenn ihr diesen Weg geht, wird es ein Weg sein, der Druckverhältnisse erzeugt, die ihr nicht mehr bewältigen könnt. Und es ist, glaube ich, jetzt relativ klar, dass, wenn man das nochmal liest, in Feuer der Freiheit behandle ich das recht ausführlich, das ist schon sagenhaft, wie ein Mensch aufgrund einer Konstellation und aufgrund einer philosophischen und historischen Vorbildung etwas absieht, was sich mit einer scheinbaren Notwendigkeit heute in furchtbarster Weise zu bewahrheiten scheint. Und dazu könnte man hinzufügen, und das wäre ganz im Sinne von Arendts Totalitarismus-Analyse, dass ein Volk, das unter solchen Druckverhältnissen steht und ein Staat, sich immer in der Gefahr steht, dann auch totalitär zu verengen. Das kommt darauf noch hinzu. Und weil das ein Buch ist, das davon handelt, wie schwer es ist, als Deutsche oder als Jüdin Israel zu kritisieren, ist es auch deswegen, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Buch für unsere Zeit, weil es von dem Risiko zeugt, unabhängig zu urteilen, was diesen Sachverhalt angeht, aus einer spezifischen Position heraus. Und das sehen wir, und das ist das Letzte, was ich dazu sage, in der Öffentlichkeit, wir haben heute keine Hannah Arendt, aber wir haben sehr wohl Deutsch-Juden oder auch amerikanische Juden in Deutschland, die in der Öffentlichkeit stehen und sich in der Spur Hannah Arendts sehen, auch in dieser Spur plausibel argumentieren, die unglaublichen Druckverhältnissen ausgesetzt sind derzeit, die Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt sind. Das heißt, diese Druckverhältnisse, in die Arendt zunächst erfahren hat
und in denen sie stand, die sind überhaupt nicht vergangen. Man kann sagen, sie reaktualisieren sich derzeit in einer geradezu spektakulären Weise. Und deswegen wäre es fast interessant, heute nochmal dieses vom Unabhängigkeit des Denkens in diesem Sinne neu zu lesen, weil es ganz, ganz, ganz und gar in unsere heutige Zeit ragt. Es wäre nicht nur interessant, es wäre wichtig, denke ich, aber wir bewegen uns jetzt gerade in einem Punkt der Diskussion, wo wir neue Diskussionen, Exposés für neue Diskussionen extemporieren. Ich habe die undankbare Aufgabe, auch ein bisschen auf die Uhr zu gucken. Und wir haben jetzt tatsächlich schon anderthalb Stunden hier zusammengesessen. Wir hatten uns anfangs vorgenommen, und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir es anders machen, als es meist in Marbach ist, dass wir jetzt tatsächlich nochmal den Raum geben für Fragen aus dem Publikum. Denn Wolfram Eilenberger hat vorhin so treffend in der Cafeteria gesagt, Hannah Arendt provoziert einfach immer. Egal in welcher Zeit. Und vielleicht geht es Ihnen genauso. Haben Sie Fragen?